Sterben, da denkt man spontan vielleicht an Afrika, also an Elefanten oder an Nashörner. Aber auch hier bei uns am Niederrhein ist das ein Thema. Gerade Vögel und Insekten haben ums Überleben zu kämpfen. Auf Artenschutz und artgerechte Haltung machen Tierschützer heute in Röhrt aufmerksam mit ungewöhnlichen Aktionen. Spannend auch für den 12-jährigen Andreas aus Sevelen. Große Augen suchen, staunen. Andreas sieht nichts. Lukas Träger, der Insektenliebhaber, klärt auf. Er hat einen Faible für Gottesanbeterinnen. Die kann ich echt unglaublich toll zwischen Gras tarnen. Tiere haben Andreas Deckers schon immer interessiert. Sein Papa ist aktiver Naturschützer. Der Sohn eifert ihm nach. Von den Gottesanbeterinnen ist Andreas richtig in den Bann gezogen. Aber ich finde, die sieht so ein bisschen mehr aus wie so ein Ast. Ja, wie ein Blatt, wenn dann, wie ein Ast vielleicht auch. Die tarnt sich halt zwischen Trocken und Gestrüpp. 3, 2, 1, go! Ein Highlight, das Schabenrennen. Andreas setzt auf Babsi und gewinnt. Keine Schabe laufen, denn herzlichen Glückwunsch. Ja. Noch so ein Krabbeltier, aber der kuscheligen Art. Nemo, der Star-Otter aus dem Düsseldorfer Aquazoo. Auch diese Art ist leider bedroht. Ja, ja. Das an, Andreas? Warm, geht's nicht. Schön einfach, kuschelig. Und Nemo scheint es auch zu gefallen. Weniger niedlich, eher bemitleidenswert, diese Wasserschildkröte aus dem Rheinberger Terrazoo. Was bei diesem Tier zu sehen ist, was du auch selber gut erkennen kannst, die kann ihre Beine und den Kopf nicht mehr in den Panzer zurückziehen, weil der Panzer nicht mitgewachsen ist. Er ist nicht mitgewachsen, weil das Tier falsch ernährt worden ist. Auch diese Echse hat das falsche Futter bekommen. Die Knochen, das Rückgrat, alles ist verformt. Wie findest du das jetzt? Du hast jetzt die verformte Schildkröte gesehen, jetzt hier die Echse, die auch nicht ganz gesund ist. Ich finde das halt doof von den Haltern, dass sie einfach so Tiere falsch ernähren können. Und wenn man also denkt, Tiere haben auch Gefühle, genauso wie wir Menschen. Ein Herz für Tiere, auch für die immer selteneren Greifvögel. Andreas ist am Ende seines Rundgangs durch die Artenschutzausstellung angekommen. Was hat dir denn jetzt heute am besten hier gefallen? Mir haben am besten die Vögel gefallen, weil Vögel einfach mein Hobby ist. Ich habe selber 4 Stück. Was hast du für Vögel? Zebrafinken, etwas kleinere Vögel. Deutlich kleiner zumindest als dieser Steinadler aus Bayern. Egal, Berührungsängste mit der fremden Art hat Andreas jedenfalls nicht. Und zum Thema ist jetzt bei mir Johann Moy von der Biologischen Station in Wesel. Guten Abend, Herr Moy. Wir haben gerade die Küchenschaben im Film gesehen. Wie schützenswert sind die denn? Der Art an sich, Küchenschabe, ist natürlich schützenswert. Aber wenn man sie in der Küche hat, dann wird man sie gerne los. Wird man sie gerne los, aber Spaß beiseite. Die Artenschutztage laufen gerade, hat natürlich alles auch einen ernsten Hintergrund. Viele Menschen halten sich ganz gerne mittlerweile auch mal den einen oder anderen Exoten zu Hause. Was halten Sie davon? Was kann man falsch machen und wie schätzen Sie das ein? Man sollte in den meisten Fällen Abstand nehmen von Exoten, weil die meiste exotische Arten ist unheimlich schwierig, die zu halten. Die haben ganz spezielle Bedingungen, die ich in einem Normalhaushalt gar nicht realisieren kann. Und dann geschehen solche Sachen, dass die Tiere verkrüppeln oder sehr früh sterben. Eine Schildkröte kann 80 Jahre werden und die ist dann nach 2 Jahren tot. Oder die Tiere, die werden größer, als die meisten Leute sich vorstellen. Dann werden sie schwieriger zu halten und die Leute setzen sie irgendwo in der freien Natur aus und da sterben die dann meistens elendlich. Ist das Ihre Erfahrung, dass die Leute sich gar keine echten Gedanken machen, was sie sich da ins Haus holen? Leider ist es so. Wir haben überall in Gewässern, haben wir mal Krokodile oder Schildkröten bis Schnappschildkröten, die gar nicht so ungefährlich sind und die Leute einfach ausgesetzt haben, weil sie irgendwann Angst für diese exotischen Haustiere bekommen haben. Wie sieht es denn aus hier bei uns am Niederrhein? Welche Arten sind da konkret gefährdet? Wir haben viele gefährdete Arten und leider wird es immer schlimmer. Wir hatten 2010, hatten wir das Jahr der Artenvielfalt. Da man nichts unternommen hat, um die Artenvielfalt zu schützen, ging das Artensterben weiter, obwohl man gesagt hat, 2010 ist vorbei mit dem Artensterben. Es geht jetzt noch immer schlimmer. Wir haben jetzt eine Dekade der Artenschutz bis 2020. Und erst sind die sensiblen Arten weggegangen. Jetzt gehen die robusten Arten wie Fasan, Kiebitz, die haben in den letzten 10 Jahren
bis zu 40% ihres Bestands eingebüßt. Warum? Woran liegt's? Das liegt daran, dass wir die Landschaft viel zu intensiv nutzen. Es sind keine Tiere mehr auf der Wiese, wird nur noch gemäht. Jetzt steht überall Mais auf den Ackern. Das ist zu eintönig für die Tiere. Die können sich da nicht ernähren und dann verschwinden die. Sagt Johann Moy von der Biologischen Station in Wesel. Vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren. Dankeschön. Gern geschehen.